Hallo und willkommen. Ihr habt in eurem Spiel einen Spieler, mit dem man rumlaufen und rumspringen kann. Jetzt wollt ihr vielleicht einen Bereich, in dem man verliert. Wenn man da reinspringt, dann soll man respawnen, neu starten oder zurückversetzt werden. Solche Zonen werden auch Todeszone genannt. Und die erstelle ich jetzt einfach, indem wir einen großen Block duplizieren mit STRG D und verschieben. Und in diesem Fall wird das ein Lavafluss oder ein Lavasee sein. Den mache ich deutlich breiter und weiter. Und ich erstelle noch ein Material, das das visualisieren soll. Lavafarbe nenne ich das mal. Ziehe es rauf und färbe es orange. Und zur Abwechslung mache ich, dass dieses Material Emission hat, also hell ist. Ich drücke mal auf das Objekt, das diese Todeszone darstellt und benenne das mal um in Lava. Während dieses Lava-Objekt in diesem Fall ausgewählt ist, muss man zwei Sachen machen. Man muss einmal die Eigenschaft isTrigger im BoxCollider anmachen und im Tag-Bereich soll man Respawn auswählen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch programmieren. Dafür rechtsklickt ihr im Projects-Bereich, am besten im Assets-Ordner, drückt auf Create und dann C#Script. Ganz wichtig ist, dass ihr der Datei einen richtigen Namen gebt. Also während das noch blau ausgewählt ist, schreibt jetzt Respawn mit großem R und einfach Enter drücken. Diese Datei doppelklicken wir jetzt, um sie zu bearbeiten. Hier müssen wir nicht so viel machen. Als erstes schreiben wir vor die Startfunktion zwei neue Zeilen und dann private vector 3 start pos. Achtet darauf, private muss klein sein, vector 3 mit großem V, start pos mit kleinem s, aber großem p. Dann in die Startfunktion schreiben wir nur die eine Zeile start pos ist gleich game object mit kleinem g Punkt transform Punkt position. Semikolon. Jetzt scrollen wir runter und hinter die Update-Funktion, also hinter diese geschweifte Klammer, aber vor diese geschweifte Klammer, machen wir drei neue Zeilen und in die mittlere schreiben wir private void on trigger enter, Klammer auf, collider, collider. Achtet darauf, dass das erste Collider groß, das zweite klein ist. Dann hinter diese Zeile gehen, Enter drücken, geschweifte Klammer auf, nochmal Enter und hier schreiben wir if Klammer auf collider.gameObject.tag ist gleich in Anführungsstrichen respawn und dann gehen wir ans Ende der Zeile, drücken Enter, machen eine geschweifte Klammer auf, drücken nochmal Enter und jetzt schreiben wir GameObject.tag. Object.transform.position ist gleich start pos Semikolon. Was hier passiert ist, dass wir uns am Anfang merken, wo überhaupt der Spieler am Anfang ist. Und dann, wenn der Spieler mit einem Respawn kollidiert, also zum Beispiel Lava berührt, dann soll die aktuelle Position vom Spieler zurück in der Startposition sein, welche das Programm sich am Anfang gemerkt hat. Das Ganze speichern wir, einfach auf dieses Icon drücken oder File, Save, Assets, Respawn oder STRG S. Daran, dass hier kein Sternchen ist, wo meine Maus gerade ist, erkennt man, dass man es gespeichert hat. Das Ganze zumachen oder minimieren. Jetzt müssen wir nur noch unseren Spielercharakter finden, per Doppelklick am besten. Und jetzt ziehen wir dieses Skript einfach in den Inspektor von unserem Third-Person-Controller oder von unserem Spieler. Respawn, hier reinziehen. Und da sieht man es, das Respawn-Skript wurde hinzugefügt. Wenn wir es jetzt testen, sollte es funktionieren. Das funktioniert noch nicht. Ich drücke mal mit rechter Maustaste auf Respawn und wähle Refresh aus. So, jetzt testen wir es nochmal. Okay, ich hatte da irgendeinen Fehler. Ich musste neu starten. Jetzt funktioniert's. Also nur Unity musste ich neu starten. So, und jetzt funktioniert es auch mit dem Respawnen. Fantastisch. Wenn es bei euch nicht klappt, dann habt ihr vielleicht vergessen, den Tag bei der Respawn-Fläche einzutragen. Also wenn ihr auf das Lava klickt, sorgt dafür, dass Respawn hier ausgewählt ist. Und zwar bei dem Lava oder was auch immer ihr benutzt und nicht bei dem Spieler selbst. Und außerdem bei dem Lava muss hier unten isTrigger an sein.
Und das war's. Viel Spaß mit eurer Todeszone und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.